Wir befinden uns hier in der Schuhmacherwerkstatt des Schwenninger Heimatmuseums. Warum in der Schuhmacherwerkstatt, wo man Schwenningen ja mit der Uhrmacherei in Verbindung bringt? Den wenigsten ist bekannt, dass Schwenningen vor Aufkommen der Uhrmacherei eine große Schuhmetropole war. Um das Jahr 1800 herum gab es in Schwenningen 70 selbstständige Schuhmacher und nur 2 Uhrmacher. Wie kam es dazu? Schwenningen als Grenzdorf zwischen Schwarzwald und Baar, zwischen Arm und Reich, zwischen Baden und Württemberg, württembergische Enklave kann man sagen, war dem württembergischen Recht unterworfen. Und in Württemberg herrschte in der Erbfolge die sogenannte Realteilung. Das heißt, die Bauern vermachten ihre Höfe zu gleichen Teilen ihren Kindern. Bei bis zu 10 Kindern ging es nicht lang, bis die Höfe und die Grundstücke so klein waren, dass eine auskömmliche Landwirtschaft nicht mehr betrieben werden konnte. Es mussten zwei, dritt, viert Berufe her, am einfachsten im Handwerk, was in einer Stube des Bauernhofs noch möglich war, Schindelmacher, Wagnerei, Uhrmacher und natürlich Schuhmacher. Typisch für so eine Werkstatt war, wie man hier auch sieht, diese Erhöhung, dieses Podest, die sogenannte Bruck. Hier saßen die Schuhmacher, Schuhmachergesellen. Die Bruck hatte an beiden Seiten entlang die Erhöhungen. Vorne am Eck waren die Erhöhungen unterbrochen. So konnte man am Abend alles, was im Laufe des Tages angefallen ist, runterfegen und schon war wieder sauber. Schuhleisten in der Schuhmacherei sind uns ja allen wohl bekannt. Hier sehen wir eine Besonderheit, den sogenannten Stiefelleisten. Der ist zweigeteilt, konnte von oben in den Schaft eingeführt werden. Im verspannten Zustand konnte dann der Schaft entsprechend bearbeitet werden. Wir sehen hier den Dreifuß, das wohl bekannteste Schuhmacherwerkzeug. Der halbfertige Schuh wurde drüber gezogen und konnte dann von unten bearbeitet werden. Hier noch ein besonderes Teil, die sogenannte Schusterkugel. Diese Schusterkugel wurde mit Wasser gefüllt, die Kerze dahinter entzündet. Das entstehende Licht wurde wie durch eine Linse gebündelt auf das Werkstück, sodass feine Arbeiten auch in der Dämmerung oder bei schlechter Beleuchtung noch möglich waren. Im Zuge der Industrialisierung verschwanden allerdings die kleinen Schuhmacherwerkstätten aus dem Stadtbild von Schwenningen. Es entstanden neben den großen bekannten Uhrenfabriken auch bedeutende Schuhfabriken in Schwenningen. Welche dies waren, erzählen wir Ihnen gerne bei einer Führung durch das Schwenninger Heimatmuseum.